Bist du jemand, der sich viele Fragen stellt? Viele Fragen in Bezug auf dein Tier. Vielleicht, weil du schon einiges ausprobiert hast mit deinem Tier, gewisse Trainings, beim Tierarzt gewesen und bis jetzt hast du noch nicht das gefunden, was du dir wirklich wünschst. Und zwar ist es vielleicht einerseits, dass dein Tier mit einem gewissen Verhalten aufhört, dass Missverständnisse aufhören, aber auch, dass dein Tier gesund ist. Und wahrscheinlich ist es noch viel mehr als das. Du suchst wahrscheinlich nicht nur nach dem perfekt funktionierenden Tier, sondern dein Tier ist wirklich dein Seelenfreund. Also jemand, mit dem du durch dick und dünn gehst und wo du einfach möchtest, dass dein Tier sich wohlfühlt, dass ihr euch beide wohlfühlt und wo es dir ganz, ganz wichtig ist, dass du wirklich alles richtig machst mit deinem Tier. Dass du dir hinterher, falls dein Tier irgendwann einmal nicht mehr an deiner Seite sein sollte, keine Vorwürfe machst, ja, irgendetwas übersehen zu haben oder irgendetwas nicht mitbekommen zu haben. Vielleicht hast du sogar ein Tier, das besonders ängstlich ist, das unsicher ist und du fragst dich jetzt, wie kann ich denn das Vertrauen zwischen meinem Tier und mir stärken, sodass mein Tier gerne die Dinge macht, die ich mir von ihm wünsche. Sodass mein Tier ja nicht irgendwie mitgeht, weil es das muss, weil ich es antrainiert habe, sondern weil wir einander wirklich blind verstehen, wie man so gerne sagt. Ja, dann bist du richtig, wenn du all diese Fragen hast. Ganz egal, ob du schon ja, vielleicht bei anderen Trainern warst oder schon mal eine Tierkommunikation irgendwo in Anspruch genommen hast oder ob das Thema noch ganz neu ist für dich. Ich bin Sonja Neuroth und ich arbeite seit 2014 mit Mensch und Tier und ich habe angefangen damals mit der Tierkommunikation, also dem Übersetzen der Botschaften, was die Tiere den Menschen sagen wollen. Schnell habe ich da allerdings gemerkt, das reicht absolut nicht aus, denn es ist ja immer das Mensch-Tier-Team, um das es geht. Es bringt dir nicht viel, wenn du weißt, was dein Tier dir sagen möchte, wenn du dann nicht weißt, wie du das umsetzen kannst. Wenn dein Tier zum Beispiel sagt, ja, ich wünsche mir von meinem Menschen, dass er noch mehr Entspannung ausstrahlt, dass ich wirklich absolut vertrauen kann, dass mein Mensch sich selbst noch mehr vertraut, damit ich auch weiß, okay, hier ist wirklich alles gut, dann geht es doch darum, ja, wie schaffst du das denn? Wie schaffst du das denn, dein Tier in Zukunft intuitiv noch besser zu verstehen, was braucht es wirklich von dir und ihm gleichzeitig zu vermitteln, hey, alles ist gut. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam im Team. Ich habe meine eigene Methode Animal Creation entwickelt und da geht es wirklich darum, einerseits natürlich zu übersetzen, was möchte dein Tier dir mitteilen, aber andererseits stärken wir dich, dich und dein Tier, sodass diese Zweifel, dieses mache ich denn wirklich hier alles richtig, ist mein Tier wirklich glücklich bei mir und wie soll ich denn jetzt wirklich mir noch mehr vertrauen, wie soll ich wirklich diese Ruhe, diese Entspannung ausstrahlen, sodass diese Dinge auch gleich geklärt und gelöst werden. Dass seelische Traumata gelöst werden können, dass wir noch einen leichteren Zugang auch haben zum Körper deines Tieres. Was wünscht sich denn der Körper deines Tieres? Und dass wir gemeinsam für euch euren Weg erarbeiten, der sich für dich und dein Tier stimmig anspürt. Sodass du wirklich weißt, du lernst von deinem Tier, ihr geht da gemeinsam durch und ihr schafft alles, was ihr euch vorgenommen habt zu schaffen. Denn hey, ihr seid doch ein Team und das stärken wir gemeinsam. Also, wenn du dich hier mal umschauen magst, du hast die Möglichkeit, Einzelcoachings zu buchen, entweder bei mir oder bei einem der von mir ausgebildeten Animal Creation Coaches. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, ja, dass du dir ein paar Methoden, dass du die selber lernst für dich und den Alltag mit deinem Tier zum Beispiel eben, wie bleibst du entspannt, auch wenn da eine nicht so entspannte Situation wie zum Beispiel Hundebegegnung ist. Und du hast die Möglichkeit, hier selbst auch eine Ausbildung zu lernen. Wenn du sagst, boah, ich möchte auch mit Mensch und Tier im Team arbeiten und die unterstützen und das zu meiner Berufung machen, dann kannst du Animal Creation auch als Ausbildung machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Stöbern und wenn es noch Fragen gibt, dann kontaktiere uns gerne per E-Mail und wir werden uns darum kümmern, das für dich Passende zu finden. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß auf dieser Webseite.